Moin moin. So, ich habe jetzt vorhin einmal kurz den Schlüssel in die Hand gedrückt gekriegt von dem E-Golf. So, und ich bin gerade schon mal 1-2-3 Meter hier hingefahren damit. Ist ganz cool, ist ein komplett anderes Fahrgefühl. Und ja, ich dachte mir kurz von den ersten Eindrücken, die ich von dem Auto habe, die halte ich mir eben auf Video fest. Nehmt euch mal mit, wen es interessiert. Wenn es nicht interessiert, der kann einfach dann oben wegdrücken. Ja, hinten gut, ein bisschen schmutzig. Auch noch Ersatzkabel, sage ich schon. Ladekabel für die große Steckdose drin. Und sonst, wie gesagt, eben ein paar Meter mitgefahren. Ja, ne, also komplett anderes Fahrgefühl, wie gesagt. Interessant, lustiges Fahrgefühl. Ich bin eigentlich ein totaler Fan von... gehen wir mal rein. Ich bin eigentlich totaler Fan von Motoren, Motorgeräuschen und. Aber dieses Fahren ist ein ganz anderes Fahren und ist auch eigentlich ganz geil. So, sorry, ich musste gerade rangehen, hab ein Telefonat gekriegt. Kurz unterbrechen. So, wie gesagt, dieses Fahren ist ein ganz anderes Fahren. Die Tür war genau dazu. Ganz anders, aber auch ganz geil. So, Schlüssel, Keyless Go hat er. Jetzt drückt man eigentlich nur noch den Startknopf. Ja, ich weiß nicht, ob uns gehört hat. Bing, bing. Und das Auto ist schon an. Das war's dann schon. Also, ja, ne? Mehr kommt nicht an Geräuschen. Hier, Radio habe ich jetzt ausgemacht. Navi und sonst was hätte auch. Habe ich jetzt aber ausgelassen. So, dann gehen wir mal in D. B gibt es auch noch. Das wäre dann das mit der Rückkopplung. Hier oben, dass dann da links Charge steht. Da braucht man dann nicht bremsen, sondern sobald man vom Gas runtergeht, bremst der automatisch, macht damit eine Rekopplung und lädt die Batterien wieder auf. Schont die Bremsen, lädt gleichzeitig die Batterie. Finde ich eigentlich ganz geil. Fühlt sich auch ganz komisch an, aber ist ganz cool. So, wie gesagt, D sind wir. Dann fahre ich jetzt einfach mal los, normal. Und ich weiß nicht, also wenn man was hört, dann ist das hier so ein bisschen diese Schotterstraße hier. Oder, ne? Super geil. Total leise, ganz anderes Geräusch. Oder ganz anderes Geräusch, kein Geräusch, ganz andere Fahrkulisse. Schon geil irgendwie und interessant. Dreh dich mal drauf. Oh, dreh durch, nass. Das ist jetzt nicht langsam, ne? Also wirklich nicht. So, jetzt seht ihr gerade, Charge ist überhaupt nicht. Ich kann jetzt auch manuell nicht den Regler nach links und nach rechts bewegen. Also nach links kann ich jetzt hier die Rekopplungsstufe 1, 2, 3 und dann seht ihr immer mehr, geht er in den Charge-Bereich und lädt jetzt die Batterie und das Auto wird auch immer langsamer, wie ihr seht. Und ich bremse nicht. Es ist nur, ne, jetzt gebe ich wieder Gas. Jetzt gehe ich einfach mal nur bei, was werden Sie mal denn jetzt hier bei 55, gehe ich nur vom Gas. Sonst nichts. Ich bremse nicht, gar nichts. Na gut, jetzt muss ich lenken. Aber sonst ist absolut gar keine Unterbrechung hier im Fahrzyklus. Ja. Ganz geil. Ich finde es wirklich cool. Was ganz anderes. Ja, ne, was ganz anderes ist es und ja. Sollte einfach nur jetzt kurz ein kurzes kleines Video werden, um einfach mal jetzt meine ersten Eindrücke so festzuhalten. Wenn ich jetzt irgendwas nicht erwähnt habe, ich bin kein Autojournalist, hasst mich nicht, alles gut. Ja, ne? Das war's dann so kurz. Ciao.